Der Flo fragt mich, Reini, ich habe nur eine Frage zum Thema Biwaksack im Winter. Ich suche ein halbwegs preiswertes Modell für den Winter und kenne mich da leider noch nicht aus. Kannst du mir helfen? Die Antwort ist ja. Und wenn du auch die Antwort wissen willst, meine Antwort wissen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich aus dem schneeverseuchten Bushcraft Camp hier auf aldolab.at. Und der Florian, den habe ich dann natürlich gleich gefragt, ja du, was ist das Einsatzgebiet, was willst du tun? Wie lang bist du draußen? Was ist, ist das ein Ersatz für das Tarp oder für das Zelt? Oder erzähl mal ein bisschen was. Und er schreibt mir, die Aufenthaltsdauer soll eine Nacht sein im Winter, im Wald. Und es soll ein Ersatz für das Zelt sein, aber er hat ein Tarp. Und ich habe dann nachher mit ihm noch ein bisschen kommuniziert und ich mag da eine Antwort dazu geben. Biwaksack, ja, Biwaksack grundsätzlich. Es gibt für mich zwei Kategorien von Biwaksäcken. Und zwar den einen, das ist ein klassischer Notfall-Biwaksack, den man dann nimmt, wenn zum Beispiel Nebel hereinzieht und es kalt wird, so wie jetzt aktuell, hier an der Stelle. Und ich beim Wandern oder Bergsteigen unterwegs bin und nicht mehr zurückkomme und warten muss vielleicht, bis die Rettungskräfte da sind, vielleicht eine verletzte Person habe, die ich erwärmen will. Das ist so ein Notfall-Biwaksack. Das ist für ein paar Mal verwenden. Ja. Und das andere ist ein Biwaksack, den ich häufiger verwenden mag und der zum Schlafen draußen gedacht und gemacht ist. Und das sind zwei Kategorien, das ist wichtig zu unterscheiden. Bleiben wir bei der Notfallkategorie. Da gibt es auch unterschiedliche Marken, aber ich glaube, der heißt Sol-Biwi. Das ist eine Rettungsdecke als Biwaksack, wo du dich komplett einpacken kannst. Das ist ein bisschen stärker als eine klassische Rettungsdecke. Und die Idee hinter diesem Biwaksack ist, dass die Wärme, die du rausschickst, in einem kleinen Mikroklima bei dir bleibt. Der ist luftdicht, der ist winddicht, der ist wasserdicht. Und ja, reflektiert das Ganze. Es wird ein Mikroklima gebildet. Er hat keine wirkliche Isolation, wie zum Beispiel das hier. Aber ist besser als nichts. Und der große Vorteil ist, er wird relativ rasch, relativ warm, aber hat einen Nachteil. Und das hat jeder Biwaksack, Kondenswasserbildung. Einerseits einmal durch das Ein- und Ausatmen, wenn du in den Sack reinatmest, ja, kondensiert das. Das heißt, du hast Feuchtigkeit, die nicht raus kann, weil das wie ein Plastiksackerl ist. Blase mal in so ein Plastiksackerl rein, einige Zeit lang, dann wird Kondenswasser da drin stehen. Und so kannst du dir das auch vorstellen bei diesem Biwaksack. So. Das Problem ist, wenn du da jetzt drin bist und selbst wenn du nicht reinatmest, nur durch deine Ausdünstungen, durch die Wärmedifferenz von außen nach innen, kondensiert das. Und das bedeutet, dass du, wenn du die ganze Nacht da drinnen bist, mitunter komplett nass bist. Das ist aber auch kein Problem, denn solange du warm und nass bist, also nass und warm, ist es ja gut. Erst wenn die Kälte dazu kommt, nass und kalt, das wäre dann das Problem. Also ich sage es immer so bei meinen Überlebenstrainings, ich habe es lieber in meinem Mikroklima nass und warm als trocken und kalt. Das muss ich da auch ganz einfach sagen. Ganz einfach. Gut, das ist das eine. Da gibt es dann auch unterschiedliche Modelle dazu. Ich gebe da unten den Link dazu, kannst du anschauen. Von Savotta gibt es da einige Dinge. Es gibt eben was von diesen, es gibt Chinesen Nachbauten, ist alles cool. Das ist ein Biwaksack für den Notfall. Der ist komplett dicht. So, und das andere ist ein Biwaksack, der für Schlafen gemacht ist. Und da stelle ich mir die Frage, wozu ist ein Biwaksack überhaupt da? Wozu brauche ich den? Der ist dann da, wenn ich mit wenig Gepäck ganz leicht und kompakt unterwegs sein will, ein Low Profile, also wenig Profil haben will, so wie kein Zelt aufstellen, das man vielleicht irgendwo sieht. Ich möchte auch kein Tarp aufspannen, was man irgendwo sieht, sondern ich möchte mit meinem Schlafsack in diesen Biwaksack reinrutschen und einfach mich irgendwo hinhauen. That's it. Den gibt es dann auch in unterschiedlichen Qualitätsstufen mit einem Gestänge davor, dass der nicht die ganze Zeit der Biwaksack so ins Gesicht reinhängt. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Das ist alles cool, das finde ich toll, super, wunderbar. So. Bei denen ist es so, die sind auch deutlich teurer, die haben eine gewisse Permeabilität sozusagen. Also zwischen dem Sack, also der Sack lässt Feuchtigkeit nach außen. Gore-Tex zum Beispiel wäre so eine Möglichkeit. Gibt da viele andere Materialien auch. So. Ich habe einmal ein paar Billig-Nachbauten getestet, da ist einer, der ist von Miltec, der ist halbwegs in Ordnung. Mehr Kondenswasserbildung als das echte Gore-Tex zum Beispiel, aber auch deutlich günstiger. Ich habe von der US-Armee Teile, die irgendwo in einem Arsenal gelegen sind, dann eingekauft, die gibt es momentan nicht oder nicht mehr. Der war super, der war echt super. Kondenswasserbildung natürlich, aber relativ wenig. Gut, und jetzt komme ich auf den Winter, gell? Weil du denkst ja jetzt nicht mehr, wir reden ja über Winter, da hinten sogar Schnee beim Rennen. Aber was ist jetzt mit dem Winter? Jetzt stell dir etwas vor. Du hast einen Biwaksack,
schlüpfst mit deinem Schlafsack rein und zwischen Schlafsack und dem Biwaksack entsteht Feuchtigkeit. Und zwar so viel Feuchtigkeit mit der Zeit, dass das friert. Und das ist mir auch schon passiert. Dass ganz einfach der gesamte Biwaksack mit an außen komplett steif ist, komplett gefroren ist. Umso kälter, umso häufiger kann das passieren. Und das ist der Nachteil dabei. Und dann stelle ich mir die Frage, warum will ich einen Biwaksack? Ich stelle die Frage noch einmal. Ich will ihn dann, also ich zumindest, will den Biwaksack dann und dann, wirklich dann, wenn ich das die äußerste Hülle ist. Wenn ich ein Zelt habe, deswegen habe ich die Frage dem Flo auch gestellt, oder ein Tarp, dann nehme ich keinen Biwaksack mit. Ja, einen Notbiwaksack, aber keinen zum Schlafen so draußen. Ich zumindest nicht. Warum auch? Wozu? Jetzt kann man sagen, okay, der Biwaksack außen, der hat den Vorteil, dass er dann noch einmal ein paar Grad Temperatur nach innen bringt. Und das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Aber er bringt Kondenswasser und das kann ich überhaupt nicht leiden. Besonders im Winter bei Minusgraden. Wenn du sagst, okay, ich möchte modular sein, ich möchte flexibel sein, ich möchte zum Beispiel einen Winterschlafsack, ja, da Snackpack zum Beispiel, den haben wir momentan, also habe ich momentan im Test, ja, Elite 5, ja. Ich habe einen Winterschlafsack oder ich habe einen, also einen 4-Jahreszeiten-Schlafsack oder eigentlich ist dann auch wieder nur 3 Jahre, weil ich schlafe im Sommer mit einem Winterschlafsack draußen, viel Spaß dabei. Aber egal, dann kannst du das aufbinden zum Beispiel mit dem hier, billige Eigenwerbung gibt es bei mir im Shop, das ist ein Fleece-Inlet. Und mit diesem Fleece-Inlet schütze ich einerseits einmal den Schlafsack innen vor Dreck und so weiter. Entschuldigung, ich habe kein Corona, sondern ich habe mich nur verschluckt, keine Sorge. Aber der bringt mir natürlich auch noch einmal Wärme nach innen. Wenn ich also ein Tarp gespannt habe, ein Zelt habe oder irgendeine Überdachung, dann habe ich lieber einen Schlafsack und gebe mir innen drinnen so ein Teil rein zum Beispiel. Oder das lustige Teil, das ich da jetzt gerade von Helikontex teste, da würde ich ja mal ein Video dazu machen. Ich habe das gleich ausgenutzt jetzt bei der Temperatur und bei diesem Nebel. Das siehst du jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut, aber ist alles voll mit Nebel. Ich sehe auch ganz leicht, also ich weiß nicht, ob du das auch in der Kamera siehst, so ganz leicht die Feuchtigkeit durch so kleine Wassertropfen, ja, die da herumschwirren. Ja, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall, es wird auch immer nebliger und wird immer kühler und ich teste das. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich so ein Multifunktionsteil, das ich als Poncho verwenden kann, aber auch als Schlafsack Inlet verwenden kann, mit reinnehme, damit ich eine weitere Schicht habe. Ich habe jetzt viel erzählt, das ist mir schon klar, aber ich möchte damit etwas klarstellen. Der Nachteil eines Biwaksacks ist, dass er Kondenswasser bildet, mehr oder weniger. Es hängt immer von der Temperatur ab, wie viel Rahmenbedingungen, aber er gibt Kondenswasser ab. Und wenn ich ein Zelt oder ein Tarp habe, dann nehme ich keinen Biwaksack. Ich zumindest. Das kannst du anders sehen. Und wenn ich mir für den Winter Temperatur holen will, nach innen, dann arbeite ich mit sowas hier oder mit so einem Teil oder was auch immer. Das heißt, ich nehme mir noch einmal eine Decke mit rein in den Schlafsack. Das ist die sinnvollere Variante. Weil den hier zum Beispiel, ja, dieses Teil hier, das kann ich auch so anziehen sozusagen und habe im Winter noch einmal die Möglichkeit, mich ein bisschen aufzuwärmen und also multifunktional. Aber ein Biwaksack ist nichts anderes als ein Biwaksack. Und den nehme ich dann und nur dann, wenn ich low profile sein will. Das heißt, wenn ich im Wald illegal campen will und es soll mich keiner sehen. Aber dann könntest du zu uns, billige Eigenwerbung natürlich, waldurlaub.at kommen, da ist das Wildcamp mal erlaubt, wenn du dich bei uns einbuchst sozusagen, waldurlaub.at. Okay, das ist der Hintergrund. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Biwaksack ist eine coole Sache, hat im Winter aber wirklich das Problem, dass du durch das Kondenswasser wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du einfrierst und das ist nicht lustig. Und wenn du eher Tarp oder Zelt hast, dann würde ich auf das Biwi-Cover verzichten. So mache ich das. Das ist meine Meinung dazu. That's it. Schreib mal einen Kommentar, wie du das mit Biwaksack im Winter machst. Hast du da Erfahrung dazu? Bist du auch schon einmal eingefroren? Das ist voll lustig, gell? Und wenn es nur eine Nacht ist, ist es wurscht, dann kannst du am nächsten Tag wieder heimgehen. Aber wenn du ein paar Tage draußen bist und du bist eingefroren und dann dauert das und mit der Zeit wird das immer feuchter da drinnen, ist ganz schön lustig. Wenn du ein Feuer hast, kannst du das trocknen, habe ich schon gemacht. Das geht alles, wenn man das schön sanft macht, ist das machbar. Nicht zu schnell, ja, es kann unangenehm sein. Besonders Funkenflug, ich habe schon Löcher in diese Biwaksäcke reingemacht, das ist fürchterlich. Ja.
Aber schreib mal einen Kommentar, wie du den einsetzt. Vielleicht schreibst du uns auch, welchen du einsetzt. Das wird den Florian und viele andere, die sich zu diesem Thema informieren wollen, sicherlich helfen. Also Kommentare lesen, Abo dalassen für die neuesten Videos. Da gibt es in meinem Shop zu dem hier. Und ein anderes Video. Es hat mich gefreut, den Rainer Rossmann. Und wenn du mir Fragen stellen willst, dann komm auf Instagram. Bis bald und ciao, ciao.